Schön, eine weitere Stadt, die von uns ausgerottet wurde. Nur, dass wir die diesmal selbst nicht bekämpfen durften. Die Truhe ist ein magisch, ein B. B wie? Du willst mich verarschen, oder? Du willst mich echt verarschen. Gut, ich wollte schon sagen, du willst mich sowas verarschen. Doppelklinge? Ermöglicht doppelten Angriff. Das hört sich ja eigentlich auf den ersten Blick ganz nett an. Ich werde das Teil halt irgendwie machen. Da haben wir unseren Schrein. Da haben wir unser Schloss. Und irgendwo haben wir eine Stadt, die ich nochmal anschauen wollte. Den hier hatten wir, wenn ja schon. Ich will sehen, in jedem Haus ist mindestens einmal was in den Teilen versteckt. Wenn hier noch was zu finden ist, dann war ich hier noch nicht. Tatsache, ich war hier schon mal. Irgendwo gab es doch noch eine Stadt, die ich noch nicht durchsucht hatte. Die ich sogar gesehen hatte. Irgendwo. Und ich müsste bei Bulgard auch nochmal vorbeischneiden. Tumbus war ich schon. Mit. Quatsch. Hä? Da hatte ich doch die Städte doch schon. Also, Hauptaufgaben. Xensu, Manburia, Nelda. Bah, jetzt haben wir nur noch die bösen Hauptaufgaben. Hehe. Also, wie ist das Schloss nochmal? Buria, also. Buria ist da unten bei Katzatras. Aber eine Stadt gibt es noch auf jeden Fall, die ich noch nicht durchsucht habe. Könnte es auch die gewesen sein? Ne, die habe ich auch schon da. So. Da gibt es nämlich die große Baron-Quest. Ob ich die schon abgeben kann? Ich danke euch für die. Ach ne, die habe ich schon abgegeben. Okay. Schloss. Der Kloster, das letzte Wildenschloss. Ich will hier noch nichts durchsuchen, wenn ich noch nicht hier hin muss. Mal sehen, und dann hatten wir noch Nelda und noch eins. Xenua? Sesuman? Könnte es gewesen sein. Also die merke ich mir auf jeden Fall. Ich glaube, Nelda war von den Heiligen die letzte. Aber nee, jetzt ernsthaft, wo geht's hier runter? Und im zweiten Stock wäre es eher unlogisch, es sei denn, es gibt wieder einen Teleporter. Hm.
Okay, hier gibt es noch nicht mal einen Eingang, beziehungsweise ich bin zu blöd, ihn zu finden. Nein, hinter das Schloss komme ich jetzt auch irgendwie nicht. Oder er kam auf dem Alt dahinter durch? Ja. Ja, ist eindeutig, dass die Wahl wohl. Sehen wir ja gleich. Wenn die Gegner zu stark sind, weiß ich sofort, dass es zu falsche Schloss ist. Bam, bam. Gut, ist eine schöne Klinge. Halt, 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 nein, Magie. Nicht knall. Also wenn das die 75er Gegner Variante ist, dann ist sie mit Level 75 harmlos. Wenn, könnte natürlich auch die sein, die ich jetzt brauche. Ich weiß es halt jetzt nicht genau. Aber bisher ist jetzt mir jetzt von den beiden Gegnern keiner aufgefallen, der übermäßig wäre. Mittlerweile gebe ich auch weniger auf die Geheimnisse. Okay, das Inferno ist irgendwie. Das ist ja bei den Tausender wert. Wir brauchen Hilfe. Lähmt alle Gegner. Wenn es trifft. Einer ist gelähmt. Das reicht ja auch fürs Erste. Tatsache ist, dass das Drachen-Inferno doch einiges an Schaden macht. Das sollte das Eis hellen. Aber die Klinge ist lustig. Die ist auf jeden Fall mal lustig. Sehen, ob sie am Ende, ob sie am Ende besser ist als die beste, die ich kaufen kann oder nicht.
Wing, um ein bisschen HP aufzufrischen. Die Inhalte werden immer enttäuschender. Es gibt nur zwei Sachen, die ich will. Steine oder andere Sachen, die ich für Quest brauchen kann. Zustandsschutz. Sorry, das sind mir zu viele. Obwohl. Einer ist vergiftet. Und der Rest wird jetzt betäubt. Wie viele Drittel davon sind jetzt betäubt? Keiner. Warm, warm. Schlafen sollte in dem Fall auch reichen. Okay, Magietransfer, Quatsch. Eispfeile wären nicht. Okay, schauen wir mal, wie viele von denen schlafen noch genug. Das bringt nicht viel. Egal. Scheiße, jetzt sind wir wieder wach. Schnell einschläfern, schnell einschläfern, schnell einschläfern. Oder so Aber dieser Zustand, den man sich mal genauer anschauen. Schützt der wirklich oder ist das, sagt mir der Name das aus? Ja, das, der Dungeon ist wirklich für mein Level. Also. Zustandsschutz. Dieser Fokus schützt vor negativen Zuständen. 40%. Naja, 40% ist nicht unbedingt schlecht. Es geht zwar besser, aber egal. Großer Trank. Oh ne, noch mehr von denen. Auto fliehen. Ich weiß mittlerweile, dass drei davon böse sind. Wobei mal, wenn ich bei denen fliehe, sieht das schlecht für den aus. Oh ne, nicht schon wieder Teleporter.
Teleporterweg hat sowas von nicht gebraucht. Ja, dann findet sie auch noch einer. Warte. Halt, wenn ich das nächste Mal in ein rotes komme, dort bitte schön dann nach unten halt. Warum nach unten? Gut, das scheint sogar noch richtig zu sein. Blauer Stein. Magischer Trank. Und haben wir hier noch was drin? Heiligen Sand. Degenerationsring. Crap. Und was hat dieser Giftdrache so dabei? Test. Okay. Okay, alle Quellen. Das war wohl nicht viel. Heiliges Symbol. Gut, das macht auf die Masse Schaden, aber ouch. Heildrachen. Sein normaler Angriff macht da mehr her. Eindeutig, da sind ein paar Heildrachen. Also nichts wirklich Gefährliches. Die heilen ein bisschen rum, das war's dann auch schon. Die perfekte Gruppe, um meine eigenen HP wieder zu regenerieren, wie man sieht. Mittlerweile trifft sie auf ein einzelner von den zwei daneben. Ellen, treffen, weniger Bier trinken, treffen, den Gegner gibt's nicht mehr zweimal, nur noch einmal. Heiliger Sand. Geht's runter. Nächste Ebene schon in Sicht. Ein Schatz für mich auch. Mittlerweile sind wirklich viel zu viel Speichern. Weil mittlerweile kann ich mir speichern, wenn ich wollte, in den Arsch schieben, so oft habe ich's. Das sieht mir nach dem letzten Ebenenteil aus. Und ich hatte recht. Aber damit wäre die Ebene dann auch schon wieder hinter mir. Es ist eins der Teile, welche wir für das Amulett brauchen. Damit haben wir 10. Aber damit haben wir schon mal einige. Und
Jetzt hätten wir ein Amulett schon mal mindestens komplett. Wenn nur noch zwei Stücke fehlen. Natürlich durchsuchen die jetzt auch erstmal das Gildenschloss leer. Hier sind nur einige Wollmäuse drin. Es ist schon amüsant. Vor 4 Monaten hatte mal jemand versucht, hier einzudringen. Warum habe ich das Ende jetzt verraten? Er hat es nicht geschafft. Was ist daran so komisch? Ich kann es dir sagen. Ich will es nicht wissen. Ich will es aber wissen. Ein Buch über die Herstellung von Kronen. Können wir da damit was anfangen? Nein. Die genauen Vorgänge sind aus Sicherheitsgründen geheim gehalten worden. Kronen? Du meinst die Münzen, mit denen ihr zahlt? Ein Buch über das Kochen. Wollt ihr nicht eure Sprüche loslassen? Nein, es ist ja langweilig, wenn du es uns anbietest. Mir ist das egal, also nimm das Buch mit und lerne endlich mal das Kochen. Aha. Alex, du hast auch schon mal bessere Sprüche gerissen.